Hallo ihr Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch von Renata Jutzin Victoria liebst du mich vorstellen. Ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor. Als die junge Studentin Victoria ihre große Liebe begegnet, wird sie mit viel Liebe und Aufmerksamkeit überschüttet. Sie entwickelt Gefühle, die ihr bislang unbekannt sind. Darüber hinaus wird sie mit einer fremden Kultur und einem fremden Glauben konfrontiert. Hin und her gerissen zwischen Herz und Verstand nehmen ihre Gefühle eine Achterbahnfahrt auf. Und zwar lernt Victoria Abdul kennen und das Ganze entwickelt sich zu einem ziemlich krassen Drama teilweise. Und Victoria ist ein bisschen zwischen diesen ganzen gefangen und sie weiß nicht, wohin das Ganze soll. Ihre Schwester hat ziemlich viel dagegen und die Familie von Abdul ebenfalls. Und irgendwie ist das Ganze so verzwickt und verteufelt, dass ich immer mal wieder mit Victoria gebangt habe und gefiebert habe. Und ich möchte auch gar nicht mehr zu viel verraten, weil ob es jetzt ein Happy End oder ein Drama daraus geworden ist, das möchte ich gar nicht sagen. Es geht auf jeden Fall ziemlich auch um die Frage, wie viel Kultur oder wie viel Glauben, wenn jetzt zwei verschiedene Glaubensrichtungen in einer Beziehung sind, was erträgt man und wie viel kann man überhaupt mitmachen und hält das eine Beziehung überhaupt aus? Der Schreibstil ist flüssig, ganz gut. Es hat ein paar Schwachstellen, hier und da ein paar Fehler oder Kommas, die nicht ganz so an Ort und Stelle sind. Nichtsdestotrotz ist es wirklich gelungen, das Buch. Ich glaube, aktuell kostet es auch nur 99 Cent auf als E-Book. Kann man definitiv mal reinlesen. Es ist auch nicht so dick. Und mein allgemeines Fazit ist, man lernt schon ein bisschen, man lernt etwas über die verschiedenen Kulturen und die Glaubensrichtungen kennen. Man fiebert, leidet mit und besonders auch das mit der Schwester ist schon ziemlich krass, was da alles passiert. Ich kann das Buch, wie gesagt, empfehlen und wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald.